Ich hoffe, euch haben die Bilder aus dem steirischen Herbst gut gefallen. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück hier beim Lermoser Tunnel am Portalgebäude Nord. Gregor, hier im Hintergrund sehen wir diverse Bohrkerne. Kannst du uns zu denen vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Also die Bohrkerne, die hier ausgelegt sind, sind aus den ersten beiden Bohrungen im Tunnel, die in der Kalenderwoche 41 durchgeführt wurden. Die werden aktuell von einem Geologen aufgenommen und genau dokumentiert, damit diese dann für die weitere Planung verwendet werden können. Gregor, hat es bei diesen Bohrkernen irgendetwas gegeben, das euch jetzt für den zukünftigen Bau Sorgen machen würde? Nein, die aktuellen Bohrungen geben keinen Anlass zur Sorge. Das heißt, das Bild, das wir aus dem Bau der ersten Röhre noch haben, diese Unterlagen haben sich durch diese Bohrungen jetzt bestätigt. Wichtig ist, dass wir diese Bohrungen jetzt für weitere Laborversuche verwenden können und daraus unsere Rückschlüsse ziehen können. Das hat uns aus dem Bau der ersten Röhre noch gefehlt. Ja. Du, Gregor, magst uns du vielleicht noch einen, so einen kurzlichen zeitlichen Abriss geben für die nächsten Wochen und Monate? Was erwarten die Leute hier im Außerfern jetzt im Bereich des Lermoser Tunnels? Im Bereich des Lermoser Tunnels werden jetzt noch bis ca. Mitte November die Erkundungsbohrungen fertiggestellt. Das ist aber nicht im Bereich der BN179, sondern wie hier, wo wir stehen, im Bereich der Portalgebäude. Das heißt, hier wird es keine weiteren Verkehrsbeeinflussungen geben. In der kommenden Woche haben wir noch unsere planmäßige Tunnelwäsche, die aber nur in den Nachtstunden durchgeführt wird. Wann ist dann mit den ersten tatsächlichen Bauarbeiten für den zweiten Tunnel zu rechnen? Nach aktuellem Zeitplan, da was zugegeben recht sportlich ist, wäre geplant, dass wir im Laufe vom Jahr 2026 mit den ersten Bauarbeiten beginnen. Das heißt, bis dahin ist dann unter Anführungszeichen Normalbetrieb am Tunnel? Bis dahin ist Normalbetrieb im Tunnel, außer es sind noch zusätzliche verdichtende Erkundungsmaßnahmen erforderlich. Dann kann es zu kleineren Beeinträchtigungen kommen, wobei ein Erkundungsprogramm in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt gemacht haben, ist nicht mehr geplant. Gregor, vielen Dank für diese wirklich interessanten Einblicke in dieses Tunnelbauprojekt. Gerne. Liebe Zuschauer, das war's von uns, von RR Aktuell, dem Wochenmagazin auf RR1 TV. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr genießt den Herbst. Wir wünschen euch natürlich gutes Wetter und wir hoffen auch natürlich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao und Servus.